Jo, hier ist Mr. Mike. Heute mal ein Video nochmal über Lonzo Ball. Könnte jetzt auch schon langsam zu viel werden, finde ich. Merke ich schon, ich mache zu viel über ihn. Aber der Hype ist einfach unglaublich. Und man merkt es immer wieder, wenn er coole Szenen macht. Unglaublich. Alles ist zugepflastert, bei mir zumindest auf Facebook und so. Du siehst echt jedes einzelne Highlight. Er macht zum Beispiel einen coolen Pass oder so. Jede Seite teilt den 5-mal am Tag. Unglaublich, wo du denkst, ja okay, so toll war der Pass jetzt auch nicht. Trotzdem, er macht gute Sachen, wird geteilt ohne Ende. Er macht schlechte Sachen, wird auch geteilt ohne Ende. Und ja, die Leute sind geil drauf. Egal, was er macht, immer. Es gibt immer nur Neuigkeiten über Lonzo Ball. Also geht wirklich ab. Und das ist halt das, ja, was halt sein Papa LaVar Ball geschaffen hat. Ne? Das ist unglaublich, diesen Hype. Und ja, jetzt am Anfang, die ersten 12 Spiele, hat richtig schlechte Stats. Die gleichen Stats wie Jason Kidd in seinen ersten 12 Spielen. Haben wir bestimmt auch schon ein paar Mal gesehen im Internet. Er hat halt seinen Wurf noch nicht gefunden. Da geht irgendwie überhaupt nichts. Richtig schlechte Stats. Und würde jetzt so die Season beenden, hätte er echt einen Rekord geschafft. Und noch nie jemand hätte vor ihm so schlechte Stats gehabt. Das war echt ziemlich heftig. Aber das ist einfach Kopfsache bei ihm. Ne? Das ist das, was sein Vater für ihn selber auch geschaffen hat. Unterbewusst auf jeden Fall. Das nagt an ihm. Er muss sich beweisen. Ja, weil er halt so viel Hate und Kritik abbekommt. Aber ich denke, der wird sich noch beruhigen, der wird sich noch fangen. Rookie of the Year, wird schwierig, ob er das noch schafft. Bei meinem Gewinnspiel, wo ihr tippen konntet, wer Rookie of the Year wird und da was gewinnen könnt, haben wir auch, glaube ich, 60%. Jeder hat getippt, Lonzo Ball. Ich persönlich habe es ja auch gesagt, dass er es wird, aber sieht nicht gut aus. Und er ist halt kein Ben Simmons, ne? Ben Simmons, da sieht es ganz anders aus, aber ja, Ben Simmons hat auch diesen Druck einfach nicht. Ne? Ben Simmons muss sich nicht so wirklich beweisen. Und wir werden sehen, ob sich es nochmal legt, seine Anspannung, sein Hirngespinst. Der ist einfach, im Kopf ist der nicht da. Kannst du mir sagen, was du willst, sonst trifft der nicht so schlecht. Auch wenn es ein hässlicher Wurf ist, der trifft sonst viel, viel besser. Und eines muss man echt dazu sagen, was auf jeden Fall immer noch da ist, ist das Spielverständnis. Egal wie fertig der im Kopf jetzt gerade ist, Spielverständnis hat er immer. Der sieht die freien Leute, er zieht schön, aggressiv, aber er trifft sie halt nicht. Pässe sind auch noch da. Und ja, letztens, diese Nacht vor allem, hat er es ja geschafft. Er ist der jüngste Spieler nach LeBron James. Geht zwar auch nur um 5 Tage, aber der jüngste Spieler, der jemals ein Triple-Double geschafft hat. Auch eine krasse Leistung, finde ich, ne? Mit 20 Jahren. Und den Rekord hat ja LeBron James jetzt 12 Jahre lang gehalten. Ist schon krass. Also ja, weiß ich nicht. Ja, es ist halt dieser Hype. Deshalb, durch diesen Hype wird diesem Jungen einfach viel zu viel aberwartet. Das ist halt das. Ja, und man merkt es an die Medien. Die Medien sind so geil auf den Typen. Es ist unglaublich. Und ja, das ist ja. So wie für die Videos ist, was ich über ihn mache, weiß ich auch nicht, keine Ahnung, aber diese Videos über ihn, das läuft einfach, ne? Das ist auch krass, das merke ich schon an den Aufrufen und so, da sind die Leute geil drauf. Und ja, keine Ahnung, ich mag ihn, ich schaue ihn mir gerne an, ich hoffe, er geht noch richtig ab. Er hat auch sehr seinen Spielstil einfach, der hat einfach was drauf, finde ich. Und dieses Spielverständnis, das ist einfach, der sieht die freien Leute, der kann ziehen, der kann Leute frei machen, der kann passen, hat ein bisschen Flair. Ich finde seinen hässlichen Wurf auch geil. Ich weiß nicht, ich finde das einfach geil, wenn jemand so hässlich wirft, was er da noch trifft. Das finde ich cool, weiß ich nicht. Das ist einfach geil. Ja, keine Ahnung. Euer Feedback dazu, wenn ihr auch schon die Schnauze voll habt von Lonzo Ball, ich soll keine Videos mehr drüber machen, bitte auch kommentieren, würde ich auch sehr gerne wissen. Ich finde es lustig. Ich finde das einfach unterhaltsam, weißt du? Das ist einfach, finde ich cool. Weiß ich nicht. Ich finde, der tut der NBA gut. Ja, aber es ist halt immer, ja, du denkst an Lonzo Ball, du denkst gleichzeitig an LaVar Ball. Den hast du immer irgendwie mit dabei. Das ist echt unglaublich, also ich zumindest. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Ja, es ist halt unglaublich. Es ist schon krass, also LaVar Ball muss man eigentlich auch Respekt geben, was er hier so aufgezogen hat, ne, diesen Hype. Das ist unglaublich. Krasse Sache. Ja. Ein bisschen geflasht kann man schon sein, oder? Nicht, dass er jetzt nicht wegen gut sein oder so, aber dieser Hype einfach, dieser Hype. Kreiert doch erstmal so einen Hype. Mit dieser Publicity, mit dieser schlechten, guten Publicity. Crazy, das ist voll crazy, finde ich. Ja, weiß nicht. Die Lakers, kommen sie noch in die Playoffs? Würde ich auch gerne wissen. Ich glaube ja, auch wenn sie es verdammt schwer haben werden und verdammt knapp wird. Und wenn überhaupt, ne? Ja, wir werden sehen. Zu viel Lonzo Ball, zu wenig Lonzo Ball, genau richtig. Feedback geben. Vielen Dank, euer Mr. Mike. Puh.